Jo, moin Freunde, zur nächsten Folge von die Edelweiß-Sondler. Wir haben uns halt wieder einen wunderschönen Acker rausgesucht. Ja, das vorab. Schön. Wir waren noch nie drauf. Wir haben nur ein bisschen Recherche gemacht, was da los sein könnte. Wir haben ein paar Vermutungen. Wir hoffen, dass die Vermutungen ein bisschen bestätigt werden, dass wir euch eine schöne Folge zeigen können. Und dann hampelt ihr nicht lang rum. Bis zum ersten Fund. Jo. Jo. Dann geht's los. Das erste Signal von mir jetzt, noch 20 Meter. Schöner Doppelton, Kanterglanz Münzerl sei, 65er Leitwert. Meine grobe Vorausahnung waren wir jetzt ein Pfennig. Okay, das hört sich gar nicht mehr schön an. Wir haben wieder am Ball, das hört sich bis so an. Das ist nicht komisch. Ganz kurz noch umstellen, sorry, das habe ich noch nicht gemacht. Für alle, die einen Orks jetzt nicht kennen, man kann am Orks den Pinpoint-Empfindlichkeit hochstellen. Also, man hat jetzt gesehen, durch die Pinpoint-Empfindlichkeit, durch das, dass ich die hochgestellt habe, habe ich es natürlich dann reingebracht, aber es war trotzdem nur Aluminium. Genau. Na, kurz zu dem, die alle, die jetzt sagen, ja, der Akku ist angebaut. Der ist angebaut, das ist richtig, da ist Wintergerste drauf. Wir haben das aber mit dem Landbesitzer so vereinbart, dass wir da drauf gehen dürfen. Und solange das nicht irgendwie ausgetrieben ist, sollen wir halt schauen, dass die Löcher dann noch wieder sauber zugemacht sind und dann ist das Färm in Ordnung. Oh je, richtig geil. Schaut, dass der Draht abgeht, ne? Aber wurscht. Ja, so gehört es halt. Das erste Mal wieder dabei, finde ich gleich wieder auf Übel. Wahnsinn. Gleich wieder, das ist mein erster, gell? Bruchstück, glaube ich. Nein, ich meine, du bist ja das erste Mal wieder dabei. Ja, seit langer mal wieder, ja. Wahnsinn. Dann gleich Freude beschert. Ja. Ja, ist wirklich ein Kniefibel. Ein Kniefibel. Ja, ich hab doch einmal eine gefunden, bloß Hinterteil. Geil. Der nicht. Ja, das ist richtig stark. Richtig schön patiniert. Ich hab schon mal eine gefunden, aber das Hinterteil. Ja, was ist? Sag mal, das Glas. Ein Bullock mit Hänger, ja. Hast du das gefunden? Ja, ja, das ist, wir haben das wie. Also, es kann und sei ein Lader. Eventuell ein Armreif oder. Wahnsinn. Sag mal, was ist denn alles aus Nocker aus? Das es könnte. Wäre schön, vielleicht findest du noch mit 20 Kilo Gold. Das habe ich gerade bei Oma gehört. Das Silber war auch noch. Sehr schön. Ja, spät. Richtig schön. Also, aber so Massen. Also bei uns, ich glaube, ich habe es verkackt. Also, ja. Also schon mal ja. Nicht so ein zweiter Schwanz. Wie ist er? Besser. Stark. Schön. Das ist genau gleich. Ja. Ui, geil. Richtig, richtig Hammer. Ja. Ein Bruchstück vom Ohranhänger, mittelalterlich. Genau. Sauber. Richtig geil. Ja, kann man so lassen. Starkes Ding. Bloß, wer findet nichts? Nee. Der Ludwig. Naja. Aber ich bin ja für euch da. Ich tue euch einfach nur unterhalten und die anderen, wenn die Sachen finden, das passt schon. Da bin ich auch glücklich. Und sagt nicht, dass ich zugenommen habe. Das verletzt mich nämlich ziemlich hart. Das war Arbeit. Ich gebe es zu, ich habe wirklich zugenommen. Aber ich kann erklären, warum. Es liegt an meiner Freundin. Die kocht halt einfach unglaublich gut, die backt halt richtig gern. Und was würdet ihr machen, wenn auf einmal im Kühlschrank 5 Kilo Teig von irgendwas drinnen steht? Da brichst du ein. Da hängst du nicht. Pur essen dann. Ja, oder? Sicher, ich habe den nur pur gegessen. Ich habe ungefähr 4 Kilo Teig in mir drin. Alter, warum? Weil es so gut ist. Hast du schon Scheißt du jetzt Kuchen oder was? Ja, genau. Es ist wirklich, ich kann es nicht mehr empfehlen, wenn euch eine Frau einen Kuchen macht, esst einfach nur den Teig davon weg. Es ist tausendmal besser als wieder Kuchen danach selber.
So Leute, ich habe es zwar schon bewegt und kurz raus, so angetippst, sage ich mal. Da ist aber erinnert. Man sieht jetzt noch, dass noch die ganzen Ablagerungen drauf sind. Habe ich jetzt selber so auch noch nicht gesehen. Es ist eine mini Silbermünze. Man sieht da dazu, glaube ich, noch gar nichts drauf. Ich kann da leichte Schimmerungen erkennen, aber was genau für Silbermünzen ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch wirklich noch nicht sagen, aber ich denke mal, es geht irgendwo in die Richtung Batzen oder sowas. Da hat der Rhein vor kurzem schon mal so kleine Dinger gefunden. Also der erste Fund und dann gleich schön Silber. Also der erste bessere Fund und gleich Silber. Das passt auf jeden Fall. Bingo, Ingo. Hört ihr das? Also ein schön sauberes Ton. Eigentlich schon ein Dreifachton. Schauen, was das ist. Zack, schauen wir mal, beim Live die Gammel Glück haben, oder? Mhm. Nein, haben wir nicht. Eine Musketenkugel, eine kleine, eine. Also nicht einmal Musketenkugel, sondern eine Pistolenkugel. Erklärt das schöne Signal, Blei. Klatscht natürlich immer ordentlich rein. Ab ins Täschle. Armes Tuk-Tuk. Armes Tuk-Tuk. Ey, glaubt's mir eh schon wieder, ey. Mag ich eh schon wieder nicht mehr weiter, du. Junge, was ist das? Was meinst du, wie ich gerade gefiebert hab? Alter, vor allem richtig krass zu halten. Da fahren sogar das Gesicht noch drauf. Ich hau so einen Vogel raus. Wow. Jetzt pass mir auf, die Rückseite ist noch viel besser. Ich krieg einen Herzinfarkt. Stillhalten. Ich halt still, warte. Nicht auf. Und wie hat's gefunden? Darf ich dran? Ja. Da sieht man das Gesicht noch drauf. Ich würde sagen, das ist ein 7-Brose-Knopf. Ja. Also wahnsinnige, ja. Wahnsinniger Kälte. Wahnsinn! Wahnsinn! Wie hat's gefunden? Du darfst jetzt einmal der Georg hat's gefunden! Du darfst zahlen, dass du bei uns mitgehen darfst auf die ganzen Genehmigungen. Wir haben die größten Deppen eigentlich von dem Ganzen. Ich bin gerade gekommen. Wir haben die größten Deppen. Ich bin jetzt eine halbe Stunde mit dem Bauern unterhalten. Ich habe auch mit dem eine Stunde über alles Mögliche geredet. Du wirst wahrscheinlich schon wieder Geschäfte gemacht. Nein. Also Glückwunsch. Geil. So, wir sagen jetzt kurz für die Folge Servus. Jetzt haben wir nämlich gerade so beieinander und dann machen wir eine neue Folge. So ist ja für euch alle ein bisschen orientieren, dass ein bisschen die Spannung aufrechterhalten bleibt für Der Wally ist auch Wally, komm her. So. Versteckst du den kleinen Mann ein bisschen? Jawohl. So Freunde, ihr habt es jetzt live gesehen. Mit dem Fund verabschieden wir uns für diese Folge. Ich glaube, es war Fiebel, Luna-Ohranhänger und jetzt der keltische Quinar. Ich bin noch nicht ganz sicher, was für einen das ist, aber finden wir raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Bei der nächsten Folge jetzt mit dem Reini. Wo ist er denn? Da ist er. Ein bisschen klein ist er, gell? Ja, ein bisschen klein. Der bestaussehendste Sondler in Bayern. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, unterstützt uns dadurch ein bisschen, das darf uns gefreuen. Es steckt mir wirklich viel Zeit und Aufwand dahinter rein. Dann weiß ich, wenn da ein bisschen was dabei rumkommen darf von eurer Seite. Hedi, dadi, wadi, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Habitieri. Servus. Servus. Abonnieren nicht vergessen.